Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Rückblick auf den Handelstag. Heute unser Experte ist Paul Otto von X-Trade Brokers. Und damit einen wunderschönen guten Abend nochmal nach Frankfurt. Herr Otto, der DAX heute mit relativ deutlichen Gewinnen dann doch am Ende des Tages aus dem Handel über 8.300 Punkte. Wie sehen Sie die weitere Entwicklung? Ja, vor allem der Handelsbeginn in Amerika konnte den DAX heute jetzt zum Abend nochmal ordentlich Rückenwind geben. Ich halte den Aufwärtstrend allerdings für abgeschlossen und rechne eher mit einer Konsolidierung in den nächsten Tagen mit vorläufigen Kurszielen von ungefähr 8.100 Punkten. Doch die Entwicklung nach der Konsolidierung ist meiner Meinung nach wirklich die interessante. Die Frage, ob wir die bestehenden Hochs danach nochmal angreifen können oder ob es wirklich zu einem Abfall kommt, ist entscheidend. Aber wie gesagt, in den nächsten Tagen rechne ich eigentlich mit einer gewissen Konsolidierung und auch die Konjunkturdaten der letzten Zeit, finde ich, bestätigen das. Schauen wir mal kurz rein, was heute alles so passiert ist. Da gab es den ZEW-Konjunkturindex für Deutschland. Mehr oder weniger ist man gerade ausgefahren. Da hat es nur ein kleines Plus gegeben in der ersten Nachkommastelle. Die Konjunkturaussichten insgesamt sind aber gestiegen. Bestätigt das die Entwicklung an den Aktienmärkten in letzter Zeit? Ja, der ZEW-Index lag heute, er lag über den vorherigen Daten 0,1 oder 0,2, dennoch schlechter, also weitaus schlechter als erwartet. Das ist meiner Meinung nach wirklich ein Sinnbild für die letzte Woche. Es geht aufwärts, aber langsamer, als man sich erwartet oder erhofft. Wirklich negativ kann man es natürlich nicht einschätzen, da wir ja, wie gesagt, die vorherigen Daten geschlagen haben, aber die Prognose nicht erreicht haben, daher auch nicht positiv. Die Bestätigung für den Verlauf der Aktienmärkte ist da. Es ist nicht negativ, aber nicht so positiv, wie man sich eigentlich erhofft hätte. Meiner Meinung nach könnte man da vielleicht morgen nochmal mit den BIP-Zahlen vielleicht ein bisschen Schwung in die Aktienmärkte bringen. Ja, Schwung in einer Aktie war heute, und zwar im negativen Sinn, in der Commerzbank wieder einmal, jetzt Details zur Kapitalerhöhung, Ausgabekurs 4,50 Euro, also noch einmal schlechter und weniger, als man eigentlich schon befürchtet hatte. Wie schätzen Sie denn die Aktie irgendwo mittel- und langfristig ein? Ist das überhaupt möglich? Ja, mittel- und langfristig, also ich finde wichtig, dass man den Reverse-Split da auch nicht rausrechnen oder vergessen darf. Der Reverse-Split ist meiner Meinung nach der Grundbaustein gewesen für die Kapitalerhöhung, ohne den wäre es gar nicht möglich gewesen. In Analystenkreisen wird ja schon davon ausgegangen, dass der Aktienkurs nach der Kapitalerhöhung so bei 7,20 Euro liegen wird. Wenn ich jetzt den Reverse-Split rausrechne, wären wir da schon bei der Commerzbank bei 72 Cent, also schon wirklich im Penny-Stock-Bereich. Ich halte das dennoch für eine gute Entscheidung von der Commerzbank, da man da wirklich einen guten Schritt auf das Ziel zugeht, den Staat als Anteilseigner loszuwerden. Deshalb mittel- bis langfristig denke ich, dass ein bisschen risikobereitere Anleger auf jeden Fall Kaufeinstiege finden können. Und ich halte es auch für möglich, dass wir die Commerzbank bald mal wieder auf der Gewinnerseite im DAX sehen können. Aber zunächst einmal liegt ja noch eine kräftige Durststrecke vor den Anlegern, wenn ich Sie richtig verstehe. Anders bei der Deutschen Post, da gab es heute früh Zahlen, kurz nach 7 Uhr sind sie bekannt gegeben worden und die Aktie seit Anfang des Tages an der Spitze des DAX, also relativ solide, dieser Quartalsbericht, der dann auch irgendwo Kursfantasien weckt. Zu Recht? Ja, die Aussichten der Deutschen Post sind alle momentan sehr positiv. Die Zahlen haben auf jeden Fall überzeugt, deshalb auch wirklich der Gewinner heute im DAX. Ob das nun die Fantasien weckt, bleibt abzuwarten. Viele Analysten gehen davon aus. Goldman Sachs hat jetzt ihr Kursziel der Aktie auf 23 Euro hochgeschraubt. Das wäre jetzt schon mal ein Anstieg von 20%. Ob das wirklich so eintrifft, bleibt abzuwarten. Meine Fantasien bewegen sich da doch eher im Bereich von 15, vielleicht 17%. Aber geweckt werden dürfen sie oder sind vielleicht sogar schon geweckt worden. Ja, dann gestatten Sie uns noch einen kurzen Blick Richtung Amerika. Dow Jones, der hält sich wacker über 15.000 Punkten, klettert weiter, also auch der im Rekordstress irgendwo. Geht dieser Rekordstress weiter oder erwarten Sie da ähnlich wie beim DAX eine kleine Konsolidierung? Ja, seit dem 7. Mai lag jetzt der Dow über den 15.000 Punkten, konnte heute sogar mal die 15.100 Marke abholen, zumindest im Future. Ich bin, wie gesagt, dennoch skeptisch, was das Potenzial angeht. Bei allen großen Indizes, der Dow und der DAX, die verstehen sich ja sehr gut, sind immer sehr parallel zueinander. Deshalb da auch die ähnliche Meinung wie im DAX, dass ich jetzt auch davon ausgehe, dass wir mit einer Konsolidierung rechnen sollten. Und dann die spannende Frage, was danach bleibt, ist auch auf jeden Fall gegeben. Paul Otto von X-Trade Brokers, der Rückblick auf den Handelstag. Vielen Dank, Herr Otto, nach Frankfurt. Danke.